Deswegen, ich würde mal dieses Äußere hier nehmen. Zack. Erstmal hier eine Truppe erledigt. Jetzt gehen wir unten in die Richtung. Ich hoffe nur, dass hier der Vertrag mit meinen Truppen nicht so schnell ausläuft. Oh ja, das wäre übel. So, ist da jemand müde? Ach Mann. Gut, die Einheit, die kann ja erstmal kann Klippen erklimmen. Ich mach erstmal plus 10 gegen Fernangriffe. Aber überleg mal, wenn wir die ja schon aufs zweite geupgradet haben, die haben wir jetzt schon aufs zweite geupgradet, überleg mal, wie lange wir die Truppe einfach schon besitzen. Wenn wir die schon so weit geupgradet haben. Ja, nicht schlecht. Gelevelt haben. So, nächste Runde. Und es geht voran. Also, es sind nur zwei Städte, ja. Hoffen wir nur, dass China, weißt du, das, ich finde, da hat Russland, oh, er bietet jetzt schon mehr. Vorschlag ablehnen. Pech. Wenn du schon Frieden anbietest, dann heißt es doch in irgendeiner Hinsicht, dass er Probleme hat, oder? Ja, sieht seine Fälle schwimmen. Aber wer weiß, vielleicht hat er irgendwas. Oder vielleicht bietet er auch noch Frieden, damit wir ablehnen, schön. Damit wir halt genau das denken, weißt du, das kann ja auch sein. So, hier keine Ahnung. Gegen Frankreich haben wir ja keinen Krieg, ja. Ich finde es seltsam, diese Truppen, die uns den Krieg angekündigt haben, die greifen uns alle nicht an. Oder? Vielleicht sammeln sie sich noch. Norwegisches Reich. Das ist jetzt als Brüssel. Ob gehört Brüssel denn zu Norwegen? KI so clever ist. Guck mal, Brüssel ist hier, gehört zu uns. Und wo ist Norwegen? Doch, die KI soll schon relativ clever sein, aber wir spielen ja gegen Prinz, der rein theoretisch wirklich clever kann sie da ja gar nicht sein. Also. Ich weiß ja nicht so genau. Ich baue mir das hier. Welches Feld auf? Das gibt's doch nicht, als ob wir nur Felder bebauen können. Geländefeld kaufen. Geht alles nicht. Okay, dann machen wir nochmal irgendeine Truppe. Fangen wir mal Händler. Und hier unten? Okay, scheiße. Guck mal, die Barbaren sind schlau. Die positionieren sich hier unten jetzt gut. Ganz Russland hier unten. Okay, also ich sag jetzt immer Russland. Ja, für mich ist immer noch Russland. Die sind schon recht barbarisch. Auf jeden Fall. Na, siehst du, hier können wir upgraden. Zack. Achso, das ist ein Bautrupp. Den stellen wir mal nach hier. Aber China hat ja sich schon um ein Feld ausgedehnt. Und die haben da auch einen Streitwagen tatsächlich drin. Ja, da haben die sich auch hart erstritten. Ach nee.
Wenn wir China schnell genug einnehmen, dann bereiten die uns hier unten keine Probleme mehr. Nächste Runde. Kriegen wir eigentlich auch die Zivilisationsbeeinflussungen, wenn wir China einnehmen? Oder verfallen die denn einfach? Normalerweise müsste man die kriegen. Normalerweise, ja. Toll, normalerweise. Normalerweise bringt mir rechtlich herzlichst wenig. Scheiße. Ich habe eine seltsame Befürchtung. So. Seltsam sogar. Ne, eine gruselige. Also, na, gruselig wäre. Ach, keine Ahnung, ich habe eine Befürchtung. So. Das hier ist ja. Ja, das ist ja abgefackelt, dann können wir es ja auch abreißen. Okay, gut, die hier Runde überspringen. Gut, hier unten, was machen die? Greifen nächste Runde an. Gut, mit den Armbrüstlingen gehe ich mal nach da unten. Achso. Aber wir haben gar nicht mehr den meisten Einfluss auf Brüssel. Griechenland zieht jetzt mit. Gut, solange es nicht hier dieses... Was? Wie heißt eigentlich Skytin? Skyssen? Ach, keine Ahnung. Ich habe das auch noch nie gehört. Ach, scheiße. Gut, wir können jetzt borgen. Okay, Marine haben wir jetzt auch. Aber ich ändere mal nichts an unserer Politik, weil ich finde die bisher echt sehr gut. Ich mache mal Steigbügel, damit wir hier endlich auch mal Reiter machen können. So, und Politik nehmen wir jetzt Söldner. Und wir können tatsächlich noch einer Stadt was zuweisen und wir nehmen... Brüssel wollten wir nehmen, ja? Oder? Wie sieht's mit der Stadt hier gerade aus? Beeinflussungen? Gut, da. Brüssel, ja? Ja. Nur das Brüssel hier... Ach doch, da. Platzierung bestätigen. So. Der Trupp hier darf da mal einen Bauernhof bauen. So. Ich gehe schon mal mit ein paar Truppen Richtung dieser anderen chinesischen Stadt. Weil ich denke nicht, dass wir alle Truppen brauchen werden. Ich sehe dies als sehr unwahrscheinlich an. So, guck mal, die Stadt hier. Die hat er jetzt schon ordentlich weg. Guck mal, die ist hier jetzt schon zu über der Hälfte weg. Na gut, dann kann ich hier mit den anderen Truppen ja schon einfach dran vorbeigehen. Ich will eigentlich, wenn wir China eingenommen haben, will ich ein bisschen von diesem Kriegszeug eigentlich weg und unsere Städte erstmal ausbauen. Vielleicht auch mit den anderen beiden Ländern den Frieden schließen. Dies wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das schaffen würden. So, nächste Runde. Gerüchten zufolge, den Typen da oben wurde von Brüssel der Krieg erklärt. Ihr wärt ein guter Spartaner, standhaft, stark, mutig. Ja, das kennen wir doch schon, Mensch. Brauchst du uns nicht ständig erzählen, aber danke.
Auf Wiedersehen. Und er bietet Frieden. Und nein, pass mal auf. Ich sag mal, unter 200, 300 Münzen mache ich hier gar nichts. Da bietet er 94 Münzen. Und hier Gold pro Runde geht er runter, damit er die 94 Münzen finanzieren kann. Was soll das denn? Vorschlag ablehnen. Das soll komplett mein werden, China. Bevor, wenn das alles noch unser hier wäre. Die Runde läuft einfach tausendmal besser als die letzte. Gut, hier unten... Die alle dicht aufeinander. Nee, hier, na gut, das, hier unten haben wir noch ein dezentes Problem mit den ganzen Barbaren. Aber ich denke, nicht, dass die hier irgendeine Stadt einnehmen werden. Ich denke, sie hätten es drauf, hier irgendeine Stadt einzunehmen, aber ich denke nicht, dass sie es schaffen werden. So, hier zum Beispiel haben wir jetzt, müssen wir was Neues machen, und zwar... Zack. Und... legen wir uns mal hier mit den hier an. Und in der Stadt können wir auch eine neue Produktion machen. Ja. Es hat ja immer noch alles so lang. 35 Runden für einen Händler. Dann mache ich jetzt 27 Runden. Machen wir 27 Runden Monument, dann haben wir in der Stadt ein Monument. Wer? Handwerker, die können das ein bisschen ausbauen. Amerika und China haben ja die gleichen Maße an Einflüssen. Das ist ja schlecht. Gut, jetzt müssen wir es auch schon haben. Gut, dann ziehe ich hiermit schon mal weiter. Fortfahren, Stadt behalten, oder? Wollen wir die behalten? Oder ist uns die zu klein? Das waren jetzt Zweier. Ja, ist eine Zweierstadt, die hier die groß ausgebaut ist, ja noch nicht. Und dann haben natürlich hier die hier oben und so, die sind dann ja viel dichter dran, ja. Abseits von den anderen ist er auch. Oder wir vernichten diese Stadt, die da hinten so dicht am Wasser dran ist, weil die ja noch keine Hafenstadt ist. Aber dadurch, dass sie so gute Ressourcenfelder hat, können sie wahrscheinlich behalten. Okay, dann sagen wir Stadt behalten. Ah ja, gut, hier sind doch Kühe, ja. Ist natürlich ein Argument, ja, die haben wir bisher noch gar nicht. Hier hinten, guck mal, die hier zum Beispiel, die hat an Ressourcenfeldern gar nichts. Hier hinten ein bisschen Eisen haben wir aber schon mal. Okay, hier hinten sind Pferde. Aber da würde ich eher sagen, reißen wir diese Stadt hier ab, stellen hier eine neue hin, dann sind wir dichter an Pferden dran. Das ist jetzt meine Idee. Weil bis wir hier an den Pferden sind, das dauert tausende Jahre. Und das Eisen hier, das ist es nicht wert und sonst sind hier gar keine Ressourcen. Hier ist noch Wild. Da kommen wir von hier eher ran. Also, weiß nicht. Meiner Meinung nach. Oder Pyramiden könnten wir bauen. 96 Runden. Erstmal 15 Runden Speer. Zack, dann nehmen wir die hier unten los. So. Gut, mit denen gehe ich mal nach hier unten. So, hier der Bautrupp, der kann... Weiß gar nicht, wo muss er mal... Okay, dann muss hier anscheinend was gebaut werden. So.
So. Wenn die andere Stadt von China haben, beenden wir die Aufnahme erst, ne? Gucken, wie lange das dauert. Ich denke, so lange dauert es nicht mehr. 3 Runden, 4 Runden vielleicht. Drei Runden, vier Runden. Ja, wir müssen aber erstmal hinlaufen, ne? Na ja, Ich gut. denke, das wird noch am längsten dauern. Die Buslinie fährt ja da noch nicht. Ja. Was kann man eigentlich gegen diese nervigen Barbaren tun? Alle Nester wegbrochen. Aber gut, die werden ja trotzdem immer neu bauen. Ein Schrein könnten wir bauen. Unterhalt ein Gold. Ich möchte mal was bauen, wofür wir Gold bekommen. Für Wunder bekommen wir zum Beispiel plus 2 Gold. Zurzeit machen wir nur Verluste. Deshalb unsere Städte müssen mehr wachsen. Ich möchte mal was ohne Unterhalt machen. Ich brauche erstmal einen Kornspeicher. Weiß gar nicht, ob wir hier hinten so viele Einheiten brauchen, aber ich ziehe die mal alle in die Richtung. Bevor es dann zu wenig werden. Das könnte schwierig werden. Ja, mal gucken. Wird sich denn ja ergeben. So, und ganz echt, die Sperrkämpfer hier, die leveln wir einmal ab. Und dann lassen wir, dann verschanzen wir die einfach da drin, dann können die Stadt verteidigen. Zack. Gutes Lager hier haben wir gleich weg. In der nächsten Runde, übernächste vielleicht. So. Okay, unser Speer hier oben ist weg. Schade. Schade, schade, Schokolade. Wir schicken die mal nach dort, Philadelphia. Was habe ich gerade gesagt? Ach, keine Ahnung. Philadelphia. Ich glaube, ich habe was ganz anderes gesagt, irgendwie sowas, was man. Ach, keine Ahnung. So. Sieht auf jeden Fall lustig aus mit dieser halben chinesischen Mauer, die da steht. Aber die geht anscheinend auch weg, wenn wir das jetzt einnehmen. Das gehört ja zu China. Deswegen geht die weg. Ja. Schade eigentlich. Habe ich Philadelphia oder so gesagt? Ach, keine Ahnung. War auf jeden Fall schlimm. Grauenhaft. So. Ach, die Truppe hier gehört gar nicht uns. Scheiß drauf, wird er trotzdem drin verschanzt, bis Gegner kommen. Heilen. Und zack, einmal rüberlaufen. Oh, war dreimal gegen das Mikrofon gekommen. So. Achso, jetzt können wir hier noch was machen. Stadtmauer und Unterhalt ein. Mann, ich möchte mal Geld für irgendwas bekommen. Ja, das ist schwer.
Banken werden noch nicht gebaut. Wir machen tatsächlich aber Plus, wo auch immer das herkommt. Aber wir machen Plus, das ist ja gut. Durch die Bauern.